Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor ein paar Tagen hat Simon aka Open Mind ein neues Video auf seinem Kanal veröffentlicht, und zwar bekifft Autofahren. Und da habe ich schon einiges zu gesagt, denn ich bin dort zu sehen und fahre auch seinen Tesla. Also schaut da unbedingt mal rein, Link unten in der Videobox. Aber wie ist es eigentlich? Dürfen Patienten Autofahren unter Einfluss von Cannabis? Das und mehr nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In der letzten Zeit, wisst ihr, sind wir nicht mehr ganz so regelmäßig am Start. Wir haben unseren Video-Upload etwas reduziert, weil wir beruflich gut zu tun haben, und da passt das Thema einfach sehr gut. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren meinen Führerschein gemacht, exakt im Jahr 2020, weil ich beruflich mich verändert habe und aufgrund dessen ein Auto brauchte. Vorher war ich immer als Radfahrer unterwegs, und auch da habe ich mich schon immer kritisch hinterfragt, bin ich in der Lage, auch dieses Handbike, was ich ja besitze, ich blende euch ja mal da mein Foto ein, das sicher zu führen, weil wenn man da ein kleines Kind übersieht, das kann auch schon schwere Verletzungen und vielleicht sogar im schlimmsten Fall tödlich enden. Und ja, wie gesagt, im Jahr 2020 habe ich einen Führerschein erworben und bin auch gleich am Anfang meiner Fahrstunden bzw. an den Fahrlehrer herangetreten. Bevor ich mich in das Auto gesetzt habe, habe ich ihm die Situation erklärt, dass ich mit meinem Facharzt und meiner Fachärztin, ich bin in Doppelbehandlung, gesprochen habe, mich kritisch selbst hinterfragt habe, Tests gemacht habe, ob ich in der Lage bin, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Ja, ich finde, mit offenen Karten spielen ist immer eine gute Sache. Ich empfehle jeden da draußen mal, der Patient ist, und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich grundsätzlich mal mit dem Paragraphen 24a zu beschäftigen. Dort ist grundsätzlich geregelt, dass Patienten Auto fahren dürfen. Und womit sie sich auf jeden Fall auch selbst auseinandersetzen sollten, ist, wenn sie schon tun, bin ich wirklich in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu führen, und bin ich wirklich in der Lage, alle Prozesse bzw. alle Schritte regelmäßig durchzuführen. Dazu zählt ja zum Beispiel beim Abbiegen der Blick in den Spiegel, der Schulterblick und natürlich das Setzen des Blinkers. Das schaffen viele Verkehrsteilnehmer nämlich heutzutage auch nicht. Die verlieren das bzw. verlieren ihren Blinkerhebel oder sie vergessen, diesen Blinker zu betätigen. Das passiert mir auch schon Leuten, die kein Cannabis nehmen. Und wenn man dann natürlich Ausfallerscheinungen hat, und das ist jetzt nämlich der Punkt, wo wir dann rübergehen zu, wann dürfen eigentlich Patienten Auto fahren. Wenn man Ausfallerscheinungen hat, sollte man sich nicht hinter ein Lenkrad setzen. Ja, das ist wichtig. Und wir kommen zum Punkt Ausfallerscheinung. Wie gerade schon eben erwähnt, bin ich offen an meinen Fahrlehrer herangetreten. Das heißt, ich hatte wirklich jemanden, der mich professionell einschätzen können. In dem Rahmen wurde ein Fahreignungsgutachten über mich erstellt. Ich habe mehrere Sachen machen müssen, weil wir gleichzeitig, bei uns hier in Hamburg heißt das Landesbetrieb Verkehr, denen offen mitgeteilt haben, dass ich Cannabis-Patient bin. Da sind natürlich sofort die Alarmglocken angegangen, und ja, daraufhin wurde bei mir eine MPU angeordnet, und gleichzeitig habe ich ein Fahreignungsgutachten durch eine zertifizierte Fahrschule erstellen lassen mit der Fragestellung, ist Herr Cäsar aufgrund der bestimmungsmäßigen Einnahme von betäubungsmittelhaltigen Arzneimitteln kein kraftfahrzeugrelevanten Leistungseinschränkungen oder sonstige Krafteignungsmängel zu verzeichnen sind. Im Rahmen der Führerscheinausbildung ist Herr Cäsar vom LBV Hamburg aufgefordert worden, eine medizinisch-psychologische Untersuchung einzureichen. In diesem Verfahren sind wir von Herrn Dr. Med. Axel Heinemann aus der Rechtsmedizin des UKEs gebeten worden, eine Hamburger Fahrprobe zu machen. Die Fahreignung wurde in der hauseigenen Teamfahrschule durch den Fahrlehrer bla 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 mit einem Fahrschul-Pkw mit Automatikgetriebe durchgeführt. Die Begutachtung fand in 30 Fahrstunden nach 45 Minuten im Zeitraum 2019 bis 2020 statt. Warum so viel übrigens? Ich habe einen Führerschein miterworben. Dadurch konnte man das gut kombinieren. Bei der Registrierung erschien Herr Cäsar im Rollstuhl sitzend. Bereits bei der Registrierung zum Führerschein hat Herr Cäsar uns mitgeteilt, dass er unter einem medizinisch verordneten Cannabis-Opioiden-Konsum steht. Bevor wir mit der Ausbildung begonnen haben, hatten wir ein intensives Gespräch mit Herrn Cäsar. Einen Ausschluss der Zweiradklasse haben wir
hier bereits mit ihm besprochen, weil ich im Rollstuhl sitze und natürlich kann ich natürlich dann auch kein Kraftfahrzeug bzw. ein Motorrad führen. In den Fahrstunden hat Herr Cäsar gezeigt, dass er das Fahrzeug auch unter Konsum verkehrssicher und ohne Ausfallerscheinung steuern kann. Eine Beeinträchtigung durch den Konsum haben wir in den Fahrstunden nicht feststellen können. Ebenso zeigt sich Herr Cäsar in der Zusammenarbeit mit anderen Fahrstunden äußerst regelbewusst zu dem Thema Drogen, Alkohol und Medikamente. In den drei abschließenden zur Bewertung herangezogenen Fahrterminen musste Herr Cäsar sich allen fahrtypischen Situationen stellen. Die Termine wurden aus gegebenem Anlass alle auf 90 Minuten angehoben, weil da natürlich die meiste Konzentration auch gezeigt werden muss. Am 9.01. musste Herr Cäsar zeigen, dass er mit den grundlegenden Fertigkeiten des Fahrzeuges zurechtkommt. Hierbei wurde im Wohngebiet mit rechts und links sowie vereinzelten Vorfahrt gefahren. Dort erkannte Herr Cäsar stets die Vorfahrt und konnte sich beim Abbiegen korrekt orientieren, sowie seine Fahrspur einhalten. Fußgänger wurden erkannt und beachtet. Bei zu überquerenden Fahrradwege wurde auch dieser erkannt und beachtet. In einer Sackgasse bla bla bla. Ich überspringe das mal für euch, weil sonst lesen wir hier noch 200 Seiten. Aber wir kommen einfach mal zusammenfassen, komme ich zu folgender Feststellung. Die Fahrzeugbedienung erfolgt einwandfrei. Die Verkehrsregeln sind bekannt und werden beachtet. Die Fahrweise ist meist defensiv und rücksichtsvoll. Die Weitergeschwindigkeit erfolgt angemessen und reaktionsschnell. Abstände werden angemessen gewählt. Komplexe Verkehrssituationen werden sicher bewältigt. Die Reaktion ist in Schnelligkeit und Güte voll ausreichend. Die Aufmerksamkeitsleistung ist gegeben. Das visuelle Scanning ist ausreichend gegeben. Raumorientierungsstörungen bestehen keine. Die Dauerkonzentrationsleistung ist nicht erkennbar beeinträchtigt. Eine reduzierte Merkfähigkeit ist nicht zu beobachten. Und Gefahrenbewusstsein ist normal ausgeprägt. Das habe ich damals ans LBV geschickt. Das hat dem LBV nicht gereicht. Daraufhin, wie schon gerade eben erwähnt, wurde dann eine MPU angeordnet. Ich habe mich also einer medizinpsychischen Untersuchung oder Begutachtung unterzogen, im Volksmund auch Idiotentest genannt. Und kurz zusammengefasst, auch dort wurde festgestellt, dass ich in der Lage bin, ein Kraftfahrzeug zu führen, weil ich keine Ausfallerscheinungen habe. Was möchte ich euch da draußen empfehlen? Es gibt verschiedene Wege. Gerne könnt ihr unten eure Fragen auch noch in die Kommentare schreiben. Ich gehe gerne darauf ein. Ich kann immer sehr die Teamfahrschule hier in Hamburg empfehlen. Die kennen sich auch mit Cannabispatienten aus. Dort kann man als Cannabispatient auch eine Fahrstunde nehmen und sich mal einschätzen lassen von einem Fahrlehrer. Grundsätzlich kann man da ja natürlich auch zu jeder Fahrschule gehen. Ich kann immer grundsätzlich empfehlen, das zu tun. Zusätzlich sollte man natürlich, bevor man das überhaupt macht, mit seinem Arzt darüber sprechen. Am besten einem Facharzt, der sich mit diesem Thematikfeld auch gut auskennt. Also in der Regel kein Hausarzt, sondern schon eher ein Neurologe zum Beispiel. Ob man eben Einschränkungen hat, wie gerade eben vorgelesen, ob man in der Lage ist, eine gewisse Merkfähigkeit zu haben, reaktionsschnell zu sein, eine gewisse Raumorientierung. Das sind alles so Themenbereiche, die sind natürlich beim Autofahren essentiell wichtig, um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden oder gegebenenfalls auch zu töten. Mein Fazit zu der ganzen Geschichte. Schaut euch das Video von Simon an, da habe ich schon viel gesagt. Ich wollte das hier einfach nur ergänzend gerne einmal auf meinem Kanal auch noch hochladen, weil für mich ist die Sache ganz klar. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn Patienten, ob Cannabis oder andere Medikamente, keine Ausfallerscheinung haben, denen den Führerschein zu verwehren. Es muss natürlich aber zu 100% sichergestellt sein, dass keine Ausfallerscheinungen vorhanden sind. Aus diesem Grund, wie schon eben gerade erwähnt, überlegt, ob ihr eine Fahrstunde macht. Überlegt, ob ihr gegebenenfalls eine freiwillige MPU macht. Dort gab es auch schon Kommentare unter Simons Video. Ja, es wird dann an die Führerscheinstelle gemeldet. Nein, das ist nicht der Fall. Man kann theoretisch sich an eine MPU-Stelle wenden, zum Beispiel die AWUS, da war ich persönlich, und kann sagen, ich möchte gerne eine freiwillige MPU machen, um meine Fähigkeiten zum Führen eines Kraftfahrzeuges professionell einschätzen zu lassen. Das ist natürlich etwas kostspielig, da liegt man so zwischen 800 und 900 Euro. Und das sind so mögliche Wege, die man gehen kann. Ich hinterfrage mich auch jedes Mal, wenn ich mich hinter ein Kraftfahrzeug setze, also ein Auto, wenn ich mich ins Auto setze, bin ich wirklich in der Lage, gerade dieses Kraftfahrzeug zu führen? Wenn nicht, lasse ich das Auto stehen. Das ist am Ende
eine Sache der Vernunft und natürlich auch eine Sache des Mitdenkens, denn ich möchte nicht, dass andere Menschen durch mein Handeln sterben. Ja, fehlt euch was? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Bald gibt es dann hoffentlich auch mal wieder einen Livestream auf diesem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Danny.